Also haben wir eine Gesamtleistung von 1000 PS. Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video bei geilstem Wetter mit 1000 PS unter der Haube. Oh mein Gott, wie schön wird das heute, Leute. Ein perfekter Tag. Ich freue mich so sehr. Wir haben den Ferrari SF90 am Start. Der so heißt, weil Ferrari 90 Jahre Jubiläum hat. Und wir haben zwar schon mal ein Video mit dem gemacht, allerdings war das am Lausitzring. Und da hatten wir nur zwei Runden bei nasser Strecke mit übelst Stress. Deswegen habe ich gesagt, wir müssen den echt nochmal in ganzer Ruhe ausfahren und schauen, wie sich das anfühlt. Und ich freue mich total. Ne? Das Auto ist Wahnsinn, meiner Meinung nach. Also wirklich ein sehr, sehr geiler, gelungener Ferrari. Ich finde ihn optisch sehr schön. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, ah, das schaut ein bisschen aus wie Corvette. Gerade, komm mal mit. Wenn man so ein bisschen das Heck sich anschaut, hat man gewisse Parallelen. Ne? Gerade was die Rückleuchten und so weiter angeht. Aber zur C8, ne? Also so, aber egal, ist mir völlig wurscht. Ich finde es ein sehr, sehr schönes Auto und ich finde vor allem die Technik dahinter Wahnsinn, ne? Weil wir haben hier ja einen Hybrid-Ferrari. Das heißt, wir haben einen V8-Motor, der stärkste V8, den Ferrari jemals verbaut hat, 780 PS, 800 Newtonmeter müsste das sein. Und dann haben wir noch drei Elektromotoren und das macht das Ganze hier schon echt interessant. Ne? Wir haben zwei Elektromotoren an der Vorderachse, das heißt, jedes Rad wird durch einen Motor betrieben und wir haben einen, der zwischen Motor und Getriebe auf der Hinterachse noch sitzt. Und das zusammen erzeugt nochmal 220 PS, also haben wir eine Gesamtleistung von 1000 PS in diesem Fahrzeug zur Verfügung. Das ist mega cool, das macht mega Laune, vor allem weil man jetzt auch hier, ne, wir sind, ihr seht es, wir sind gerade hier ländlich unterwegs, wunderschönes Ambiente, wenn du da mal entspannt losfahren willst, dann kannst du das jetzt eben auch in einem rein elektrischen Modus und dann den Motor hinzuschalten. Werden wir auf jeden Fall alles gleich noch machen. Das Auto an sich wiegt 1570 Kilogramm, das ist gar nicht so wenig, ne, muss man sagen, also es ist nicht super leicht und der hat auch noch hier in dieser Variante ein spezielles Paket und zwar, hier sieht man das ganz gut, ich mache mal auf, da steht's, Assetto Fiorino, das steht hier an der Einstiegsleiste, die aus Carbon ist, das ist ein zusätzliches Sportpaket, das man dazu buchen kann, was ihn einfach noch sportlicher macht, ne? Da wird natürlich nochmal ein schöner Aufpreis verlangt. Ist nicht ganz günstig, dieses Fahrzeug. Also eine 500.000 muss man da auf jeden Fall auf den Tisch legen. Aber mit diesem Assetto Fiorino Paket hast du nochmal ein anderes, ein sportlicheres Fahrwerk. Du hast Carbon-Elemente innen und auch außen. Komm mal mit, hier zum Beispiel. Das ist hier ein etwas steiler gestellt. Ne? Ich wollte jetzt sagen, Heckflügel ist es nicht wirklich. Ist so eine Art Abrisskante, so ein Gurney, der hier ist. Der ist ein bisschen steiler und ist alles komplett Carbon. Also das kann man sich so mit hinzubestellen. Ansonsten haben wir hier ein fettes Heck mit einem riesen Diffusor. Ne? Sehr, sehr geil. Auch interessant zu sehen, wie du hier unterschiedliche Diffusorfinnen hast. Ne? Also man hat geschlossene und geöffnete. Ich bin mir ziemlich sicher, das hat nicht nur optischen Grund, sondern auch aerodynamisch einen Grund, warum das so gemacht wird. Ich schaue mal runter. Auch hier unten sehen wir, gib mir mal die Kamera, guck mal schnell hier unten rein. So, ich versuche mal hier zu deuten. Ihr seht es, da unten sind auch richtige Luftleitungen. Ne? Also da ist der ganze Unterboden ist auch noch bestückt mit Luftleitung, die dann quasi hier auch nochmal geleitet wird und halt somit dann perfekt den Diffusor anstrebt. Ne? Also wir sehen das hier immer, hier links. Ist ein bisschen schwer, das jetzt zu zeigen hier. Also da wird auf jeden Fall aerodynamisch auf einiges geachtet. Ich glaube auch, ich weiß nicht, ob er das hat. Es gibt auch noch Carbonfelgen, das sind jetzt hier keine Carbonfelgen, mit so einer speziellen Luftleitung auch, aber das hat der hier jetzt so, das hat der jetzt in dem Fall nicht. Ja, macht aber nichts. Man muss ja auch nicht alles haben im Leben, ne? Ja, also ich bin krank überrascht, wie geil das nochmal dasteht. Abartig, ne? Also ich hatte ihn ja schon mega geil in Erinnerung da beim Lausitzring, aber... Ja, aber heute passt einfach auch nochmal alles. Am Lausitzring, da war schlecht Wetter, da war Hektik, heute haben wir den... Einfach in der Traumkulisse. Ich weiß,
ihr seid ja, ihr passt ja immer auf alles auf. Da hinten steht noch ein Turbo S Cabriolet. Ne? 992, auch geil, ich weiß. Habe ich auch schon gesabbert. Durfte ich leider noch nicht fahren, aber jetzt machen wir heute mal das hier. Es gibt drinnen auch wirklich viel zu sehen und viel Technik und viel zum Anschauen. Ich glaube, das machen wir gleich mal. Lass uns noch einmal kurz, ich glaube, einmal muss noch kurz dir das anschauen. Okay. Die Tür, schau mal, wie viel Carbon du hier hast. Einmal komplett alles Carbon hier, ne? Die komplette Türverkleidung mit ein bisschen Alcantara. Die Sitze, genial geil. Auch voll Carbon mit schön Alcantara und vor allem mit sehr gutem Halt. Also werden wir gleich sehen, wenn wir drin hocken. Man sitzt sehr gut in diesen Sitzen. Jetzt hier ist auch alles schwarz im Interieur. Das finde ich viel, viel schöner als das, was wir letztes Mal da hatten mit diesem komischen Braun, glaube ich, was das war. Das ist nicht so mein Geschmack. So hier klassisch rot-schwarz, das trifft es für mich voll. Ein Detail ist mir aufgefallen, das weiß ich nicht, ob ich das so gut finde, wie das Ferrari-Pferd hier angeordnet ist. Das habe ich vorhin auch gesehen. Da habe ich auch gedacht, war das jetzt extra? Ich habe auch überlegt, so ist das irgendwie abgegangen und man hat es nochmal hingeklebt. Also ihr seht es ja, es steht hier quasi über die Kante über. Ist natürlich gewollt, allerdings müsste man es vom Platz ja nicht machen. Du könntest es hier schon sauber drauf machen. Würde ich, glaube ich, besser finden. Aber das sind jetzt Details, da brauchen wir uns nicht aufregen. Man kann von hier oben auch noch richtig geil in den Motorraum reinschauen. Auch das vielleicht mal ein Blick wert. Ja, das sieht man schön, den V8 von hier oben. Schön verkleidet. Das ist herrlich. Und wir haben zwei Tankdeckel. Einmal hier und einmal hier. Zack. Und der andere. Zack. Das gefällt mir. Das ist Spielerei, ne? So. Und zwar natürlich einmal hier zum Laden. Ne? Das heißt, wir haben hier eine Batterie. Der kann 25 Kilometer rein elektrisch fahren. Das können wir hier aufladen. Kann man einmal zeigen. Ganz klar, wie man es kennt. Ein ganz normaler Stecker. So. Und natürlich da drüben Sprit rein tanken. Den brauchst du ja auch. Ne? Es hat 68 Liter Tank, das Auto. Geht auf jeden Fall ein bisschen was rein. Ist aber auch nicht so viel. Also den bläst ganz schön schnell durch, so einen Tank. Wenn ich mir denke, so GT2 RS, der hat ja einen 90 Liter Tank beispielsweise. Da geht ein bisschen mehr rein. Geräusche macht er auch, sobald man mal die Zündung anmacht. Und ja, hauen wir mal einen Carbon rein, oder? Hauen wir mal einen Carbon rein und dann starten wir los, Leute. Es sind kranke Beschleunigungswerte angegeben. Wir werden das jetzt gleich alles abchecken. Ich habe so Bock, es ist so ein geiler Tag. Und es ist schön, dass ihr am Start seid, deswegen jetzt Carbon, let's go! I can't believe you've done this. Open up the safe, bitches got a lot to say. Pussy in your face, had a bitch in your place. 7 letters on the plate, fuck you when I break. Bitch. I got cars, I got bags, I got real estate. Roleplay, I ain't come to play. I got big fish money, he gon' bite the bait. Yeah. Can you drop it down, make that ass talk to me? Keep that energy, going up the Hennessy. I need my bag quickly, separate 6 degrees. Bitches think they know me. Sex pistol, sit bitches, what you when it's on me. Hit me on my cash, check chicken in the morning. Cash. And this bitch shiny, dressed in design. She could get right, and it's perfect time. Clean with the time, Bella Hadid, homie could get. So, erstmal hier die Renngurte zumachen. Ne? Also hat man auf jeden Fall Racing-Feeling hier drin. So, jetzt pass auf, Leute. Lenkrad ist schon mal einfach schon mal anders wie das, was man normalerweise von Ferrari gewohnt ist. Ne? Also es ist sehr digital geworden. Es ist eine komplett digitale Anzeige. Auch das Lenkrad. Es gibt nicht mehr diesen roten Startknopf, sondern es ist jetzt hier ein digitaler Knopf. Mit dem startet man das Fahrzeug. Ne? So, einmal drauf geht Zündung an. Dann sehen wir, dass wir verschiedene Modi haben, Hybrid. Sehen wir jetzt. Das heißt, wenn ich jetzt das Ding starte, rum, macht es rum sozusagen. Ich muss ein bisschen vorfahren. Und wenn ich jetzt hier so mache, dann steht da ED, Electric Drive. Das heißt, man fährt jetzt elektrisch los. Man kann bis zu 120 km/h schnell fahren. Na, und man hört es, nur die E-Motoren arbeiten jetzt. Und das sind vor allem nur die zwei an der Vorderachse. Also jetzt ist das Auto quasi ein Fronttriebler. Nein, wir fahren jetzt nur mit der Vorderachse hier los. So. Das ist so strange. Auch schon geil irgendwie, oder? Einfach nur in diesem elektrischen Modus. So. Jetzt kann man hier nämlich schön ruhig von zu Hause losfahren. Ist schon krass. So, und wenn ich dann natürlich jetzt hier mal auf Flagge drücke, dann, boom, geht Motor mit an. Und dann haben wir ein Allrad. Also dann geht hinten der Motor mit an, die E-Maschine hinten geht an und die beiden an der Vorderachse fahren. Und somit fahren wir jetzt mit beiden Motoren. Blinker ist Ferrari typisch hier. Ne? So macht man den Blinker an. So.
fahren wir hier mal raus. Also es ist schon ein sehr geiles Feeling, hier drin zu sitzen. Die ganze Cockpit-Sicht, die Übersicht, die man hier hat, die Spiegel, der gesamte Eindruck, wenn du hier drin sitzt, ist schon sehr racy, sehr stimmig. Mir gefällt es mega gut. Also in der Vergangenheit habe ich oftmals im Ferrari-Interieur immer das Gefühl gehabt, so sagt mir nicht so zu und finde ich nicht so stimmig. Der hier ist für mich ein gewaltiger Schritt nach vorne, was das alles angeht. Was man direkt merkt, ist, wie unfassbar direkt das Lenkrad ist, ne? Also, ganz, ganz geiles Feedback vom Lenkrad. Sehr spitz, sehr direkt. Und du sitzt auch super tief hier drin, ne? Ja, man sitzt sehr tief und man sitzt aber auch gut. Man könnte sich jetzt natürlich noch ein bisschen enger hier reinschnallen, wenn man das will. Brauchen wir jetzt aber nicht, wir sind eigentlich auf der Rennstrecke. So, dann haben wir eine Anzeige. Wir sehen 25 Kilometer elektrische Reichweite. Und 310 mit dem Benzin. So, jetzt fahren wir rein elektrisch. Aber wenn man jetzt mal zum Beispiel überholen will, hier ein Traktor vorbei. Das war ja ein Fingerschnips. Dann, zack. Es ist so krass, wie schnell der diesen Verbrennungsmotor dazu schaltet. Du fährst rein elektrisch in diesem Hybridmodus. Na, jetzt macht er wieder aus. Mhm. Jetzt fahren wir wieder elektrisch. Heißt, wenn du natürlich jetzt easy fährst, dann sagt er, okay, gehen wir die elektrisch. Sobald du aber dem quasi einen Kickdown gibst und sagst, ey, ich will aber beschleunigen, pass auf. Sofort da. Instant einfach. Also das ist schon krass. So, ich stelle ihn aber jetzt hier mal um auf die Flagge, ne? Also auf Race-Modus. Dann gibt es aber auch noch diesen Zeitmodus. Da hat er dann wirklich komplette Leistung. Da steht hier Qualifying, also bei der Flagge steht Performance, da steht Qualifying. Und dann habe ich hier auch nochmal Einstellungen, dann kann ich hier auch nochmal Wet Setting, ne? Sport, Race und dann auch noch Traktionskontrolle und ESC off. So, jetzt machen wir mal Race und Qualifying. Also wir wollen einfach mal, dass hier Leistung vorhanden ist, dass er ein bisschen was nach vorne schiebt. Total beeindruckend finde, ist die Lenkung. Wow, die hat, also am Lausitzring habe ich mir das schon eingebildet, dass die gut ist, aber da war es halt nass. Da spürt man das nicht so, weil die Vorderachse nicht so Grip hatte. Aber jetzt, hier merkst du wirklich eine unglaublich gute, agile Vorderachse. Der lenkt genau dahin, wo ich hin will und liegt sehr gut. Und es fühlt sich nicht an wie 1,5 Tonnen, wenn man hier um die Kurven zirkelt. Geht schon was, oder? Ja. Was eine geile Strecke hier. Ich finde auch vom Sound her ist ja mega. Ah, mega geil. Wenn der richtig kickt, wenn die Turbos reinballern und dann der E-Motor, das schießt so nach vorne. Bei mir ist gleich kotzübel, wenn es so weitergeht. Was auch, also was mir wirklich am besten echt gefällt, ist Handling. Na, wie der liegt, total geil. Bro. Und abgesehen davon, dass der auch unfassbar beschleunigt. Wir machen jetzt gleich auf jeden Fall eine Launch. Also Lenkung, Fahrwerk, mega. Total agil, total präzise. Fühlt sich aber auch nicht so irgendwie an, als wäre der jetzt irgendwie unkontrollierbar oder schwer zu fahren. Ganz im Gegenteil, du kannst wirklich super gut das Ding ums Eck lenken. Was auch sich sehr gut anfühlt, ist die Bremse. Sehr bissig von Anfang an. Na, das ist ja auch immer wichtig, dass so eine Keramikbremse, dass da halt einfach, dass da direkt
ja, bis da ist, fühlt sich sehr gut an. Total geil. Also man kriegt hier das Racing-Feeling komplett. Holt mich komplett ab. Noch dazu Schaltlampen. So geil. Riesige Schaltpedals. Schau mal an, wie groß sie sind. Schau mal, das ist meine Hand. Das ist einfach größer als meine Hand. Die sind echt riesig. Riesengroß. Mir gar nicht so aufgefallen. Riesengroß. Aber Lenkrad kommt schon geil. Ja, also Lenkrad, alles. Auch die Anzeige. Ich meine, klar, jetzt ein klassischer Ferrari-Fan würde sagen, mir fehlt die gelbe Nadel beim Drehzahlmesser. Ist halt jetzt hier digital und es ist nicht mehr gelb, aber also für mich innen der beste Ferrari, den ich bisher in meinem Leben gesehen habe. Total geiles Auto. Mega Feeling bisher. Es macht richtig Spaß. Es kommt richtig was rüber. Ich finde diesen Motor ja sowieso, ne? Also dieser Motor ist eine Weiterentwicklung von dem V8, den sie im F8 schon haben. Ne? Also es ist der gleiche Motor, aber wirklich nochmal komplett überarbeitet. Nochmal mehr Leistung. Und im F8 ist das ja schon abartig, wie dieses Ding schiebt. Nur jetzt hast du den Motor nochmal ein Stückchen stärker plus E-Maschine. Boah, also so eine gewaltige Power. Und diese Gesamtmischung aus, ich kann elektrisch fahren, ich kann das zuschalten und ich kann einfach volle Kanne fahren. Ich finde das total geil. Erst einmal 100, 200, 5,37. Ist nicht langsam, aber es ist auch nicht so mega ultra krank schnell, ne, muss man sagen. Schauen wir mal, ob wir da nochmal einen besseren hinkriegen. Ja, der war besser, 4,89. Alter Schlappen. So, jetzt schauen wir mal, ob wir ein bisschen was mit Geschwindigkeit noch hinbekommen. Hier auf 300 auch. So krass. So, was der hier auch macht, bei 210 km/h schalten sich die zwei Motoren an der Vorderachse wieder ab. Ne? Also was auch ganz cool ist, ist, dass du hier quasi drei Arten von Antrieb hast. Du hast einmal, wenn du losfährst, einen elektrischen Frontantrieb. Dann, wenn du beide Motoren oder wenn alle Motoren besser gesagt angehen oder Verbrenner sich dazu schalten, hast du ein Allrad. Und wenn du Topspeed fährst, dann ist nur noch das Heck aktiv und die Vorderachse schaltet sich ab. Das ist schon spannend. Deswegen hast du natürlich dann nicht die komplette Gesamtleistung von 1000 PS über den kompletten Bereich. Das fällt dir dann natürlich ein bisschen weg, hast du ein bisschen weniger. Aber es ist immer noch sehr, sehr schnell. So, jetzt machen wir noch schnell Launch. Aber ich weiß nicht, ob das ein Launch war irgendwie. Ich glaube nicht. Also langsam war es auf jeden Fall nicht. Naja, 3,0 ist nicht langsam, aber es ist auch nicht schnell für das, was der eigentlich kann. Tut mir leid. Ich habe sie leid. Ja, das sollte dir auch leid tun. Nächstes Mal muss die Launch hier ordentlich anmachen. Abbruch. Tschüss. Das ist ein bisschen doof, ne? Dass man hier immer automatisch so ein bisschen, da kommst du ganz leicht hin an diese Sprachsteuerungsbutton. Und da es ja nur ein Touch ist, dann geht die ganze Zeit hier diese Sprachsteuerung an. So, Launch. Jetzt war's Launch. 2,71 und das auch noch leicht bergauf. Ich glaube, einen müssen wir noch draufsetzen. Ey. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil uns beide komplett in die Sitz gedrückt haben. Das ist schon richtig schnell. 2,7 ist richtig schnell, sage ich dir. Frage genauer. So, jetzt probieren wir einen Launch mal noch. Schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen die Zeit verbessern können. So, Launch ist aktiv.
mein Gott. 2,57. Checkt ihr das? 2,57. 0 auf 100. Das ist, glaube ich, das ist die schnellste Launch, die ich je in einem Straßenauto gemacht habe. Wow. Und der hat sogar noch leicht Wheelspin. Ich habe noch nicht mal die Reifen aufgewärmt oder irgendwas. Es ist wirklich... Also das ist schon richtig krass. Das ist wirklich brutal. Mega. Oh. So, zu guter Letzt noch ein Soundcheck, Leute, damit ihr heute Nacht gut schlafen könnt. Achtung. Also es ist nicht das lauteste der Welt, aber es ist trotzdem so geil. Es ist sehr zufriedenstellend. Und es ist wirklich, dieses Auto zu fahren, ich glaube, das war mit eins der besten Autos, was ich je gefahren bin. Es ist der beste Ferrari, den ich je gefahren bin. Es ist beschleunigungstechnisch ein Wahnsinn. Ich finde das Antriebskonzept sehr geil. Ich finde es ein Mega-Auto und ich habe selten so viel Spaß gehabt. Es war ein perfekter Tag. Ich hoffe für euch auch ein perfektes Video. Lasst gerne ein Like da. Abonniert, wenn es euch gefallen hat, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein. Ciao.